Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zur Integralrechnung. Der Titel lautet Summation und Integration. Konkret handelt es sich um ein Überblicksvideo zum bestimmten Integral. Auf deiner Zielgeraden zur Matura soll dich dieses Video beim Wiederholen und Vertiefen des Kapitels unterstützen. Ausgangspunkt für die Überlegungen zum bestimmten Integral war die Interpretation als Fläche und deinem Funktionsgraph. Wenn wir also eine beliebige Funktion annehmen und wir uns fragen, wie groß der Flächeninhalt in einem bestimmten Intervall a bis b ist, so können wir das bestimmte Integral als Fläche deuten. Die einzige Flächenformel, die wir wirklich beherrschen, ist der Flächeninhalt eines Rechtecks. Was ist also naheliegender, als zu versuchen, den Flächeninhalt mit Hilfe von Rechtecksflächen zumindest näherungsweise anzugeben. Wir legen also Rechtecke in unser Flächenstück und um unser Flächenstück, um so eine Untersumme bzw. eine Obersumme für unseren Flächeninhalt zu bekommen und damit Grenzen, in denen der tatsächliche Flächeninhalt liegt. Wie gesagt, es handelt sich um Rechtecksflächen. Dieser kleine Beitrag zur Fläche, den nenne ich Delta A, der setzt sich zusammen aus dem Flächeninhalt dieses Rechtecks mit Länge mal Breite. Die Länge ist ein Funktionswert f an einer beliebigen Stelle x. Die Breite ist in x-Richtung. Ich nenne sie jetzt einfach Delta x. Und diese einzelnen Rechtecke muss ich summieren. Für eine Untersumme, für eine Obersumme, ich muss sie nummerieren und dann summiere ich alle diese kleinen Rechtecke. Je mehr ich von diesen Rechtecken habe, je kleiner ich das Delta x mache, desto genauer wird meine Fläche durch die Rechtecksflächen angenähert. Am liebsten wäre mir, dass die Breite praktisch nur mehr 0 ist. Das kann ich mit Hilfe eines Grenzübergangs machen. Und wenn dann ein Grenzwert für die Untersummen und für die Obersummen existiert und dieser Grenzwert auch noch gleich ist, dann habe ich meine Fläche so eingeschränkt, dass ich sie tatsächlich exakt kenne. Und wenn das der Fall ist, wenn dieser Flächeninhalt existiert, wenn das Integral existiert, schreibe ich es symbolisch als Integral, als Summe über immer noch Funktionswerte f von x in Richtung x. Allerdings mit einem kleinen d statt eines großen Deltas, um anzudeuten, dass ich eben unendlich kleine Rechtecksflächen addiere. Und das im Bereich von a bis b. Solange der Funktionswert meiner Funktion positiv ist, ist die Interpretation als Fläche zulässig. Treten auch negative Funktionswerte auf, liefert die Summe natürlich einfach die Summe über die Funktionswerte und damit auch negative Werte für das Integral. Allerdings, wenn ich alle Funktionswerte in einem negativen Bereich summiere, dann ist der Wert dieses Integrals, wenn ich den Betrag davon bilde, wiederum der Flächeninhalt. Ich muss also im Grunde genommen bei der Interpretation die Lage meines Flächenstücks berücksichtigen. Ist das Flächenstück unterhalb der x-Achse, dann habe ich negativen Flächeninhalt berechnet und es handelt sich um eine Art orientierte Fläche. Also der Betrag des Integrals ist nach wie vor ein Flächeninhalt. Zumindest kann ich ihn so interpretieren. Aber wie rechne ich jetzt konkret ein bestimmtes Integral aus? Den Grenzwert zu bilden ist extrem mühsam. Uns hilft in dem Fall der Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung. Dieser Hauptsatz hat den Vorteil, dass ich nicht den Grenzwert, sondern eine Stammfunktion verwenden kann, um das bestimmte Integral zu berechnen. Das heißt, das Integral über meine Funktion f von x dx im Intervall a bis b ergibt sich, indem ich
eine Stammfunktion suche und diese Stammfunktion in den Grenzen a und b auswerte. Stammfunktion ist jene Funktion oder ist eine Funktion, die die Eigenschaft erfüllt, dass die Ableitung dieser Funktion wieder die ursprüngliche Funktion der Integrand rein f von x ist. Und wenn ich eine dieser Stammfunktionen gefunden habe, dann muss ich diese Stammfunktion an der oberen Grenze auswerten, an der unteren Grenze auswerten und das Ergebnis subtrahieren. Und was ich hier rausbekomme, ist dann der Flächeninhalt bzw. der Wert des bestimmten Integrals. Aber wie bestimme ich jetzt Stammfunktionen? Wenn ich das bestimmte Integral haben möchte, brauche ich Stammfunktionen und auch dafür gibt es Regeln. Die wohl wichtigste Regel ist die Regel für Potenzfunktionen. Potenzfunktionen sind das Herzstück von Polynomfunktionen. Das Integral von a bis b, x hoch n dx, ist gleich x hoch n plus 1 durch n plus 1. Die Umkehrung des Differenzierens. Beim Differenzieren wird bei der Potenzfunktion die Hochzahl vor x hoch n geschrieben und multipliziert und der Exponent dann um 1 verringert. Beim Integrieren ist es genau andersherum. Also von a bis b wieder auswerten an der oberen und der unteren Grenze. Der wichtigste Spezialfall davon ist das Integral über 1, also einfach nur das Integral dx. 1 integriert ist x und wenn ich einsetze, habe ich dann b minus a als Ergebnis. Zwei Integrationsregeln stammen im Wesentlichen von der Differentialrechnung. In der Differentialrechnung sind wir es gewohnt, dass wir einzelne Terme, die mit Plus oder Minus verbunden sind, unabhängig voneinander ableiten. Außerdem bleiben multiplikative Konstanten erhalten. Das gilt nun auch für die Umkehrung des Differenzierens für das Integrieren. Die Summenregel erlaubt es uns, das Integral über f von x plus g von x dx zu zerlegen in das Integral über f nach dx und das Integral über g nach dx. Und die Konstantenregel sagt, dass multiplikative Konstanten erhalten bleiben, dass also das Integral über k mal f von x dx im Bereich a bis b identisch ist mit k mal dem Integral f von x dx. Die Konstante darf also unabhängig vom restlichen Integral herausgezogen werden. Bei der Interpretation des bestimmten Integrals kehren wir zurück zu unserem Anfangsbeispiel. Bei diesem Beispiel wurde aus einem Produkt aus dem Flächeninhalt eines Rechtecks mit a mal b ein bestimmtes Integral. Diese Notwendigkeit hat sich ergeben, weil unsere Länge nicht mehr konstant ist, sondern einem Funktionsgraphen folgt. Bei veränderlicher Länge müssen wir die Summe als Integral über die Länge in Richtung der Breite berechnen im Bereich a bis b. Und diese Vorgangsweise, dass aus einem Produkt mit konstanten Faktoren ein bestimmtes Integral wird, gilt für alle weiteren Anwendungsbeispiele. Zum Beispiel die berühmte Formel s ist gleich v mal t, die Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit, eine gleichförmige Bewegung. Aber in vielen Fällen ist die Geschwindigkeit nicht konstant. Wenn ich dann trotzdem den Weg berechnen möchte, dann muss ich aufsummieren. Ich muss alle Änderungen, alle Geschwindigkeiten entlang der Zeitachse summieren. Die beiden Grenzen a und b sind in dem Fall Zeiten. Oder ein letztes Beispiel, noch eins aus der Physik, weil es sich anbietet. Arbeit ist gleich Kraft mal Weg. Diese Formel gilt als Spezialfall nur für konstante Kraft.
Wenn ich aber nun veränderliche Kraft zulasse, dann muss ich wiederum das Integral anwenden. Ich nenne nun den Weg einfach x und schreibe f von x dx als Integral. Und die Summe über diese veränderlichen Kräfte entlang des Weges ergibt die Arbeit für nicht konstante Kraft. Und ähnlich ist es mit weiteren Produkten, die ebenfalls dann interpretiert werden bei veränderlicher Größe als bestimmtes Integral. Ich hoffe, dass du mit diesem Überblick tatsächlich dein Wissen auffrischen konntest und wünsche viel Erfolg für deine Matura.